freue mich besonders, Ihnen heute eine traumhafte Liegenschaft in der Südsteiermark, ganz in der Nähe von Kitzek, zeigen zu dürfen. Die Liegenschaft liegt am Dämmerkogel und verfügt über einen fantastischen Ausblick nach Südwesten. Das Grundstück ist circa 2 Hektar groß und hat seinen eigenen Weingarten dabei. Wie Sie sehen, ist die Liegenschaft extrem gepflegt und im Anschluss zeige ich Ihnen jetzt den zum Haus gehörigen Schwimmteich. Wieder mit diesem fantastischen Ausblick. Die Liegenschaft besteht aus einem wunderschönen alten Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert und außerdem aus dem Winzerhaus, das ich Ihnen im Anschluss zeigen werde. Als erstes gehen wir jetzt in das schöne Herrenhaus. Sie sehen hier den Eingangsbereich. Von dem aus man hier gleich in den schönen großen Wohn-Ess-Bereich gelangt. Das Haus hat ca. 240 Quadratmeter und wird mitsamt Inventar verkauft. Im Anschluss sehen Sie hier die Küche. Und direkt daneben diese schöne Bauernstube und eine kleine Werkstatt. Vom Eingangsbereich gelangt man jetzt in den ersten Stock. Im Halbstock gibt es eine kleine Toilette und im Obergeschoss sind die Schlafzimmer untergebracht. Hier sehen Sie das erste von 4 Zimmern. Nummer 2. Hier ist das letzte Zimmer, etwas kleiner, und daneben nochmal ein Badezimmer. Von hier aus gehen wir wieder in den Eingangsbereich und im Anschluss werde ich Ihnen noch das Winzerhaus zeigen. Im Winzerhaus ist nach wie vor ein Gastronomielokal untergebracht, das man natürlich auch für Feiern privater Natur benutzen könnte. Wie man sieht, ist es voll ausgestattet mit Bar und 2 Gasträumen. Sehr, sehr liebevoll eingerichtet. Könnte natürlich jederzeit wieder aktiviert werden.
Auf der anderen Seite gibt es noch diesen tollen Pressraum, in dem zurzeit die Küche untergebracht ist. So, abschließend zeige ich Ihnen hier noch weitere Wirtschaftsflächen. Und im Anschluss kommt man hier direkt in die großzügige Doppelgarage. Selbstverständlich kann diese tolle Immobilie jederzeit besichtigt werden. Jetzt sind wir wieder im Eingangsbereich und damit am Ende unserer Führung.